Willkommen zu unserem Video Selectline API Swagger und vielen Dank, dass Sie sich für Selectline entschieden haben. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die für API verfügbare Befehle prüfen können. Als erstes schauen wir an, wo man die Befehle bzw. den Funktionsumfang der Schnittstelle in der jeweiligen Version nachlesen kann. Danach zeigen wir Ihnen, wo man erste, einfache Codebeispiele finden kann, mit denen man gleich loslegen und experimentieren kann. Zuletzt schauen wir uns den Swagger an. Dieses Tool erlaubt es uns, unser Code gegen die Schnittstelle zu testen und ist besonders hilfreich beim Debuggen. Mit API wird gleichzeitig auch immer die Online-Dokumentation mit installiert. Aufgerufen wird sie über folgende URL. Diese enthält alle gültigen Befehle für die jeweilige Version und wird bei einem Update ebenfalls aktualisiert. Die Funktionen sind nach Themen gruppiert. Öffnet man eine, sieht man die Liste der möglichen Befehle. Geht man eine Ebene tiefer, erhalten wir die Definition der möglichen Parameter. Beachten Sie für Ihre Tests, dass Sie einen gültigen App-Key benötigen werden. Einen solchen können Sie bei der Selectline Software AG anfordern. Nebst der Beschreibung der einzelnen Funktionen ist in der Hilfe auch eine Dokumentation zur Einrichtung verfügbar, eine kurze Einführung sowie fertige Beispiele, die man herunterladen kann und gleich damit testen. Diese Beispiele existieren in verschiedenen Programmiersprachen, unterteilt in den jeweiligen Ordnern. Swagger ist ein Open-Source-Tool und sehr praktisch beim Arbeiten mit API. Für Entwickler empfiehlt es sich, Swagger zu installieren. Für unseren kurzen Test reicht es uns, die Online-Testumgebung aufzurufen. Wie wir sehen, Swagger ist mit unseren Localhosts verbunden. Nun versuchen wir uns auf unsere lokale Installation via API anzumelden. Dazu wählen wir Account und den Post-Login-Befehl. Swagger zeigt uns schon ein Beispiel der zu übermittelnden Werte sowie eine Beispielsantwort. Mit Try it out oben rechts können wir aufgrund dieses Beispiels selbst einen Versuch starten. Nun befinden wir uns im Testmodus. Wir geben unsere Login-Daten ein und versuchen die Anmeldung. Aha, da fehlt wohl noch etwas. In der Response sehen wir auch den Grund. Es wurde kein gültiger App-Key mitgegeben. Zeit für einen zweiten Versuch. Diesmal geben wir unseren App-Key mit. Das sieht doch gleich viel besser aus. Unser Login wurde akzeptiert und wir erhalten den Access-Token als Antwort zurück. Mit diesem Token können wir alle anderen Befehle ausführen, für die eine gültige Anmeldung erforderlich ist. Damit sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse, viel Erfolg beim Programmieren Ihrer eigenen Anwendungen und bis zum nächsten Mal.